Der linke Ketchup-Call mit Ute Gütschow und Alexander Neumann. 10 Experten, die 5 Minuten auf den Punkt. Ute Gütschow und auf den Punkt. Wenn es darum geht, richtig anzupacken, einen vertrauensvollen Beziehungsaufbau zu führen und im Verkauf richtig durchzustarten, dann geht an meiner lieben Freundin Ute Gütschow nichts vorbei. Deshalb freue ich mich auf unsere Vertriebsexpertin und die LinkedIn-Strategin schlechthin. Liebe Ute, wir sind gespannt auf deine Rede. Los geht's. Eigentlich wähnte ich den Auftrag schon in der Tasche. Auf einmal ging die Tür auf. Mein Chef, ein charismatischer, lange Zeit erfolgsverwöhnter Geschäftsinhaber, ließ meinen Traum zerplatzen. Einfach so. Seine Worte sollten mein Leben verändern. Doch das wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Völlig desillusioniert, sagte er. Frau Gütschow, machen Sie sich mal nicht so große Hoffnung. Auch dieser Auftrag wird wohl wieder an unseren Wettbewerber XY gehen. Paff, weg war er und ich fiel fast vom Stuhl. Was war passiert? Ich machte mich daran, genau das herauszufinden. Es war das bessere Marketing. Unser schärfster Wettbewerber hatte einfach lauter geschrien. Seine Lösungskompetenz, die kam bei weitem nicht an unsere heran. Doch das glich er ganz geschickt mit einem hervorragenden Marketing aus. Er nutzte eine ausgeklügelte Methode. Die potenziellen Kunden kamen von selbst auf ihn zu. Doch ich hingegen musste den langen, teuren Weg der Kaltakquise gehen, bis mir die Interessenten überhaupt erlaubt hatten, mal ein Angebot abzugeben. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich gegenüber meinem Chef einen riesen Wissensvorsprung in Sachen Marketing und ich bot ihm begeistert, aber diplomatisch Lösungsvorschläge an, wie man Vertrieb mit einem geschickten Online-Marketing verbinden kann. Doch leider war er überhaupt nicht zugänglich dafür und er traute mir wahrscheinlich auch Wissen über moderne Marketingmethoden überhaupt nicht zu. Und da machte es plötzlich Klick in meinem Hirn. Was zum Teufel mache ich hier überhaupt? Auf einmal war alles so klar für mich. Ich wollte nur noch weg vom Abhängigkeitsverhältnis und wollte mein eigenes Unternehmen führen. Ich wollte nicht in einem Unternehmen arbeiten, an das ich mehr glaubte als der Inhaber selbst. Und deshalb erinnere ich mich noch ganz gut an den Tag, als ich meine Kündigung einreichte. Ich fuhr nämlich direkt danach zum Rathaus und holte mir meinen Gewerbeschein. Und das war die Vorgeschichte zu meiner jetzigen Tätigkeit. Ich bin Vertriebsoptimiererin und Vollblutvertrieblerin und zeige Unternehmen, die ich immer liebevoll Bestandsunternehmen nenne, mittelständische Bestandsunternehmen, die schon lange am Markt sind, die ganz viel Geld in ihre Entwicklungskosten reingesetzt haben, die richtig viel Know-how haben, die richtig gut liefern können, die aber von Jungunternehmern und Glücksrittern mit 180 Sachen auf der linken Spur überholt werden. Denen zeige ich, wie man heute Vertrieb verbinden kann mit modernen Online-Marketing-Strategien, wie zum Beispiel einer Plattform LinkedIn als Vertriebskanal. Ihnen zeige ich, dass Sie eine Geschichte brauchen, dass Sie eine Story brauchen über Ihr Unternehmen, auch eine Story für Ihr Produkt, denn so bauen Sie Beziehungen und Vertrauen zu Ihren Kunden und potenziellen Kunden auf. Ihnen zeige ich, welchen Biss Sie brauchen und was nötig ist, um überhaupt gesehen zu werden, denn Ihre Kunden sind heutzutage viel, viel informierter. Kunden gehen heutzutage erst ins Netz und informieren sich über ihre Möglichkeiten, wenn sie einen Lösungsanbieter suchen. Und wenn du da nicht da bist und wenn du da nicht gut aufgestellt bist, Sender-Empfänger-Prinzip, dann hast du es leider schon verloren. Auch wenn es junge Glücksritter sind, wo die Luft dünn wird, wenn sie denn dann liefern müssen. Der Auftrag ist erst einmal weg. Und deshalb meine Tipps an euch Unternehmer. Kommt in die Sichtbarkeit, nehmt euch mal ein weißes Blatt, gerade wenn es um Vertrieb geht und schreibt mal mindestens 20 Benefits auf. 20 Benefits zu eurem Produkt, die müsst ihr abrufen können, wenn euch nachts um 3 jemand weckt. Macht Videos. Über Bewegtbild habt ihr die Möglichkeiten, emotional aufzuladen, die Leser oder die Zuschauer, die das sehen. Menschen treffen ihre Entscheidung zu 80% emotional. Und genau da musst du hin, wenn du Vertrieb heute mit modernen Online-Methoden verbinden willst.
Das war der LinkedIn Catch-up Call mit ausgezeichneten Experten in 5 Minuten auf den Punkt. Schön, dass du in den Catch-up Call Podcast reingehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Und wenn du Lust hast, abonniere noch heute den Podcast. Wenn du einmal als Experte dabei sein möchtest oder sogar als Werbepartner, dann bewerbe dich noch heute bei Ute Lütschow und Alexander Nickmann. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ausgezeichnete Experten in 5 Minuten auf den Punkt.